Es sind Bilder, die schwer zu ertragen sind. Nach 33 Tagen Krieg gleichen Teile der Ukraine einer Trümmerwüste. Im Norden von Kiew trifft es einen Wohnblock. Leben kann hier niemand mehr. Und doch sind viele gezwungen zu bleiben. In Geiselhaft genommen durch den russischen Diktator. In der zweiten Etage versucht ein alter Herr zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Von seinem ehemaligen Wohnzimmer ist nur die Hälfte übrig geblieben. Hier stand das Bett, in dem mein Bruder geschlafen hat. Und ein zweites Bett. Ich habe Fernsehen geguckt und mich hingelegt. Dann gab es ein lautes Pfeifen. Und es hat Bumm gemacht. Und alles ist auf mich geflogen. Ich habe mich unter meiner Decke verkrochen. Drei Raketen schlugen hier am frühen Freitagabend ein. Ein Moment, der das Leben des 69-Jährigen für immer verändert. Dieses Pfeifen der Raketen, das habe ich schon die ganze Woche über gehört. Das war fast schon normal. Jeden Tag habe ich darauf gewartet, dass so etwas passiert. Ich hatte immer so eine Vorahnung. Es gab viele Vorahnungen. Doch vorstellbar war keine von ihnen. Die Grausamkeiten der letzten Wochen haben alles in den Schatten gestellt. Fahrt in die Innenstadt von Kiew. In der Hauptstadt des Landes, das Putin angeblich entnazifizieren will, leben 50.000 Juden. Einige der Angegriffenen finden jetzt Schutz vor ihm in der Synagoge. Auch diese Familie hat Furchtbares erlebt. Überall waren Bombensplitter. Alles ist durcheinander geflogen, auch die Bäume. Ein Splitter hat mich verletzt. Hier, der Finger ist ein bisschen verbrannt. Und das hier, das haben wir alles in unserem Garten gesammelt. Was sie in ihrer Klarsichttüte mitgebracht hat, sind die Überreste der Rakete, die ihr Haus zerstörte. Diese Bombensplitter sind richtig schwer. Wenn einer von denen meinen Kopf getroffen hätte, dann wäre ich jetzt tot. Einen Monat lang, seit dem 24. Februar, haben wir überlegt, ob wir fahren sollen oder nicht. Wir saßen die ganze Zeit auf gepackten Taschen. Als dann unser Haus bombardiert wurde, hatten wir keine andere Wahl mehr, als zu fliehen. Mir war in dem Moment alles egal. Ich habe mir nur noch Sorgen um unser Leben gemacht. Das Leben ist auch das Wichtigste. Alles, was wir zurückgelassen haben, ist dagegen unwichtig. 300.000 Juden gibt es in der Ukraine. Einer ist der Präsident, der geschworen hat, sein Land und sein Volk bis zum Schluss zu verteidigen. Wogegen haben diese beiden Frauen am eigenen Leib erfahren? Eine Rakete schlug in unser Haus ein. Wir waren im Keller, weil es nicht das erste Mal war. Als die Bombe unser Zuhause getroffen hat, war es so laut, dass die Kinder nur noch geschrien haben. Seit dem Augenblick ist der Arm meiner Mutter ganz taub. Und kurz danach konnte sie auch ihre Beine nicht mehr bewegen. Und das ist noch nicht alles. Unsere Wohnung ist vollkommen zerstört. Da können wir nicht mehr wohnen. Nie mehr. Es ist so grausam. Wirklich grausam. Das alles zu sehen ist unfassbar. Wir waren immer sparsam. Wir haben uns ein Haus gebaut. Und auf einmal ist unser altes Leben weg. Nichts ist geblieben. Bevor sie Kiew verlassen können, müssen sich alle registrieren. Danach geht es in Bussen raus aus dem Land. Und dann weiter. Nach Polen, Ungarn, Israel oder eben nach Deutschland. Zuerst kommen die Leute über 80 dran. Und die Familien mit kleinen Kindern. Die haben jetzt erstmal Priorität. Eine Frage: Sollen wir Wasser mitnehmen? Ja, wir werden zwar ein paar Pausen machen, aber ich weiß nicht, ob es da Wasser gibt. Eine letzte Stärkung, dann fahren sie los. Jeden Tag verlassen ukrainische Juden ihre Heimat und jeden Tag kommen neue Geflüchtete in die Synagoge von Rabbiner Moshe Asman. Wir geben ihnen hier Essen und Wärme und wir organisieren die Busse. Wir reden mit ihnen. Ich bin fast wie ein Psychologe für sie, damit sie sich öffnen können.
Es ist wirklich unglaublich schwer für die Menschen. Sie mussten fliehen und wissen jetzt nicht, wohin und was sie tun sollen. Sie sind Flüchtlinge mitten in Europa, mitten im 21. Jahrhundert. Einfach unglaublich. Wie im Zweiten Weltkrieg. Nur, dass die Menschen, die damals aus Deutschland flohen, jetzt dorthin zurückgehen. Von Kiew bis an die polnische Grenze sind es fast 700 Kilometer. Unter normalen Umständen eine 9-Stunden-Fahrt. Doch das Wort normal hat keine Bedeutung mehr. Lemberg im Westen der Ukraine bisher vergleichsweise ruhig. Doch mittlerweile gab es auch hier die ersten russischen Luftangriffe. In der städtischen Klinik werden vor allem kranke oder verwundete Kinder aus den Kampfgebieten im Osten eingeliefert. Schicksale, die ohne Beistand von oben für viele kaum zu ertragen sind. Jesus Christus, erbarme dich unser und der ganzen Welt. Ein paar Zimmer neben der Kapelle liegt ein erst 2,5 Monate altes Mädchen. Es heißt Anna und wurde in Kiew geboren. Ein Kriegskind, das schon krank auf die Welt kam. Nein, nein, nein. Alles ist gut. Alles ist gut. Die Ärztin kennt alle Einzelheiten ihres Leidens. Für die Kinder ist der Krieg besonders schlimm. Dieses Mädchen hat einen angeborenen Herzfehler. Es wurde von seinen Eltern zurückgelassen. Aus dem Krankenhaus in Kiew ist es dann direkt nach der OP evakuiert worden, wegen der ganzen Bombenangriffe. Wo die Eltern sind und ob sie noch leben, ist unbekannt. Eine Patin kümmert sich jetzt. Als ich von dem Fall erfahren habe, habe ich wirklich alles unternommen, auch Unmögliches, um das Kind in Sicherheit zu bringen. Es ist eine trügerische Sicherheit, denn in Kiew ist es furchtbar. Heute holt ein Helferteam aus Brandenburg einige erkrankte Kinder ab. Das sind natürlich die Patientendaten, ne? Ja, okay. Die schicke ich euch. Ihr habt auch ein Passwort, da steht es auch in normaler Schrift. Okay, weil sonst würde ich mich auch einfach übersetzen lassen. Jonathan Finke gehört zu den Paramedics Brandenburg, ein Verein, der Kinder aus Krisengebieten evakuiert. Heute sind wir mit 6 Leuten, also 6 Freiwilligen hier. An anderen Tagen waren wir mit 10 Freiwilligen hier. Nächste Woche kann es sein, dass wir bis zu 20 Freiwillige sind, die hier sind. Das sind alles ausgebildete Notfallsanitäter, Rettungssanitäter und bei Bedarf bringen wir auch Notärzte, Kinderärzte. Gute Fahrt und Ihnen auch alles Gute. Diesmal ist diese Mutter mit 3 Kindern an der Reihe. Sie kommt aus der Hafenstadt Odessa im Süden des Landes. Vor allem der 4-Jährigen geht es schlecht. Sie hat eine sehr komplizierte Erkrankung. Es müssen viele Organe behandelt werden. Alles ist kompliziert. Die Diagnose passt nicht mehr auf ein Blatt Papier. Bevor sie fahren dürfen, müssen alle noch einen Covid-Test machen. Deutsche Vorschriften. Und jetzt müssen wir los. We need to go. We need to go. Die letzte Etappe einer privaten Rettungsaktion. Selten hat ein Krieg so viel Solidarität freigesetzt. Während die Krankenwagen nach Deutschland aufbrechen, kommen aus der umgekehrten Richtung neue Hilfslieferungen. Vor der Kinderklinik wird ein Transporter mit Medikamenten entladen. Wir haben sehr viele Sachen, also viel Medizin und haben sehr viel Unterstützung bekommen hier aus Deutschland. Viele großzügige Spenden, dass wir das hier alles zusammenbekommen haben. Und ja, die Solidarität in Deutschland ist sehr groß. Also das sind Spenden, die wir circa in einer Woche zusammenbekommen haben. Initiator ist Thomas Ruf. In Baden-Württemberg betreibt der Familienvater einen Sicherheitsdienst. Das ist jetzt Nebensache. Hauptsache, er kann helfen. Egal wie die Situation ist, sobald wir über die Grenze gelassen werden, sind wir hier. Zumindest sage ich das als Person, Thomas Ruf, und ich werde mich auch dran halten. Alles andere bringt nichts. Und ich werde es so lange machen, bis hier endlich wieder Ruhe oder Frieden einkehrt. Und noch etwas ist ihm wichtig, dem ukrainischen Klinikpersonal zu erklären, dass nicht alles an diesem Konflikt schwarz und weiß ist.
Ich habe viele russische Freunde in Deutschland und die spenden hier auch ganz viele Sachen. Die machen sich auch Gedanken und finden die Situation auch schrecklich. Das kann ich schon sagen. Nicht alle Russen sind damit einverstanden, was gerade passiert. Sobald sie genug neue Spenden gesammelt haben, werden Thomas Ruf und seine Helfer wiederkommen. Wir sind zurück in Kiew, der belagerten Hauptstadt. Auf den Friedhöfen, wo eigentlich die Toten ihre Ruhe haben sollten, herrscht Hochbetrieb. Heute wird der 61-jährige Juri beigesetzt, ein pensionierter Militär, der früher im Donbass kämpfte. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. Juri hatte sich für den Krieg gegen die Russen reaktivieren lassen. Jetzt starb er an der Front, nahe der Stadt Irpin. Christus, erbarme dich unser und errette uns als guter und menschenliebender. Jetzt könnt ihr Abschied nehmen. Zurück bleiben der Sohn und die trauernde Ehefrau. Ein Schicksal, das inzwischen bitterer Alltag geworden ist. Mehr als 1000 tote Zivilisten haben die UN bisher registriert. Die wirkliche Zahl auch der getöteten Soldaten ist viel höher. Juri ist jetzt Teil dieser Statistik. Er wusste, dass er sterben würde. Und er wusste, was er tat, weil er gekämpft hat. Wir haben die Russen nicht gebeten, hierher zu kommen. Das haben wir nie gemacht. Werden Sie auch kämpfen? Ja, ich muss Rache nehmen. Rache für einen aufgezwungenen Konflikt. Juri wird mit militärischen Ehren bestattet. So viel Zeit muss sein, selbst im Krieg. Und in der Ferne sind schon wieder die Warnsirenen zu hören. Kiew am vergangenen Freitag. Irgendwo in der Stadt treffen wir Volodymyr Zolkin. Der ukrainische Blogger interviewt für seinen YouTube-Kanal russische Soldaten, die in Gefangenschaft geraten sind, und ruft dann vor laufender Kamera ihre Angehörigen an. Diese wissen dank der Kreml-Propaganda oft nichts vom Schicksal ihrer Söhne, warten verzweifelt auf ein Lebenszeichen. Wir haben sie erreicht. Hallo, Papa. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass in Russland die Nachrichten nicht so sind wie das, was wir hier sehen. Hier sind schon 14.000 Gefallene, Soldaten. Darf ich eine Frage stellen? Guten Tag, ich bin Volodymyr, ich bin Journalist. Darf ich eine Frage stellen? Sagen Sie mir bitte, Ihr Sohn befindet sich gerade in der Ukraine. Ist das ein Fakt? Glaubt ihr ihm nicht? Sie sind doch in der Ukraine. Ich bin in der Ukraine, das ist eine Tatsache. Wenn man sich die hochgeladenen Videos aufmerksam anschaut, es gibt ja die Genfer Konvention, sieht man, dass wir ganz normal mit den Menschen umgehen. Ob es Besatzer sind oder nicht. Wir Ukrainer bleiben immer menschlich. Wir gehen mit ihnen human um. Und in den Videos kann man sehen, dass ich am Anfang immer frage, ob ich mich mit den Gefangenen unterhalten darf oder nicht. Ob ich es hochladen darf oder nicht. Und dann geben sie uns die Erlaubnis. Ob dies stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Doch der Blogger geht noch weiter. In seinen Videos kontaktiert er Angehörige von mutmaßlich gefallenen russischen Soldaten. Wir rufen Sie aus Kiew an. Wissen Sie schon, dass Ihr Bruder bei uns ist? In der Ukraine? Abu Salam ist bei euch? Ich habe gerade eben ein Video gesehen. Und höchstwahrscheinlich ist dein Bruder tot. Ich bekomme verschiedene Links geschickt. Und durch diese kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass er tot ist. Abu Salam ist tot? Wirklich?
Zolkin führt nicht nur Schockanrufe. Er will vor allem, dass die russische Bevölkerung erfährt, was sich in der Ukraine wirklich abspielt. Jeder Mensch wird von ungefähr 1000 Leuten gekannt. Sie haben sich mal gesehen, sind zusammen zur Schule gegangen oder haben zusammen studiert. Und das funktioniert. Sie unterhalten sich darüber und sagen, ja, das ist er. Und sie kommen zu der Gewissheit, dass das russische Konzept gescheitert ist. Und dann schwenken sie um. Denn Gefangene gibt es nur im Krieg. Es ist also ein Krieg und keine Spezialoperation. Die sogenannte Spezialoperation. Sie trifft vermehrt Zivilisten, diejenigen, die in Kiew ausharren, obwohl der russische Einmarsch ihre Wohngebiete bedroht. Diese Häuser sind die letzten vor der Front. 7 Kilometer nordwestlich liegt die umkämpfte Stadt Irpin. Wenn Irpin fällt, ist das Haus, in dem Nina wohnt, das nächste Ziel. Trotzdem will die 69-Jährige nicht weg aus ihrer alten Welt. Vor dem Krieg waren hier sehr viele Kinder. Es war immer laut. Nur Lachen und Freude. Das alles ist Putins Schuld. Er ist der Feind. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst bezeichnen soll. Despot, nimm deine Armee und geh weg. Ein frommer Wunsch, der so nicht in Erfüllung gehen wird. Das weiß auch Nina. Für den Fall, dass die Armee des Despoten bald auch vor ihrer Haustür steht, hat sie vorgesorgt. Das sind selbstgemachte Fleischkonserven. Die habe ich gemacht für den Fall, dass bei uns mal der Strom ausfallen sollte. Dann könnten wir das Essen zur Not auch draußen im Garten zubereiten. Nina lebt seit Jahrzehnten mit ihrem Mann in dieser Wohnung. Ihre Kinder sind hier groß geworden. Heute telefoniert sie mit der Tochter in Belgien. Es ist sehr hart. Du hast das Gefühl, dass du nichts für deine Familie tun kannst. Ich bin in Sicherheit, aber ich kann sie nicht herholen, weil sie nicht wollen. Meine Eltern wollen die Möglichkeit haben, in der Ukraine zu bleiben, um zu helfen und um ihr Land zu verteidigen. So wie mein Bruder, der auch bald sein Land verteidigen wird. Wir gehen nicht weg von hier. Niemals. Wir bleiben bis zum Sieg. Es ist unser Land. Wir haben auf niemanden gewartet und niemanden eingeladen. Putin, der ungebetene Gast, der Tod und Vernichtung bringt. Mit so viel Widerstand hat offenbar selbst er nicht gerechnet.